So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen angespielt Video, denn wir spielen die Pokémon Sonne und Mond Demo und natürlich wollen wir in Deutsch spielen und wir starten das Spiel einfach mal. Mal sehen, was da auf uns zukommt, ich bin sehr gespannt, ich habe noch gar nichts angeguckt dazu, ich weiß, dass jeder zweite ein Video dazu gemacht hat, aber ich habe noch gar nichts dazu gesehen, also von daher, lasst mich überraschen. Also jeder zweite hat ein Video zur Demo gemacht, aber ich wollte mich überraschen lassen, habe dazu noch gar nichts angesehen. Ich weiß, dass die Demo wahrscheinlich relativ lang wird und von daher werde ich auch einfach nicht schneiden, ist mir egal. Das soll ein angespielt Video werden, auch wenn es länger ist. Und da ist unser Protagonist, oh mein Gott. Da sind wir, und wir sind in Alola, ich freue mich so und wir haben eine Einladung von wem auch immer. Lieber Sun, wenn du diesen Brief liest, solltest du bereits in der Alola-Region angekommen sein. Ist mit dem Umzug alles glatt gelaufen? Ich denke schon. Wie geht's dem Quajutsu, das ich dir geschenkt habe? Quajutsu? Wir haben einen Quajutsu. Oh. Es liebt heißes Wetter und in Alola geht es heiß her. Das schreit nach heißen Kämpfen. Yay, ich freue mich auf heiße Kämpfe. Der Brief wurde nicht unterschrieben. Auch auf dem Umschlag ist kein Name zu finden. Mysteriös, mysteriös. Wer dies wohl war? Aber er hat uns ein Quajutsu geschenkt, immerhin. Und das ist unsere Mutter. Sie ist so braun und wir sind so hell. Das geht... Na, okay. Sun, es wird Zeit, zum Rathaus zu gehen. Wir müssen uns dort noch anmelden. Okay. Okay, Mutti. Mama. Ist okay. Kriegen wir hin. Denke ich. Boah, sieht das schön aus. Ich hab so Bock auf das Spiel. Hauholi City, Einkaufsviertel. Hauholi. So schön hawaiianisch. Boah, sieht das schön aus. Oh mein Gott, ich bin so euphorisch. Muss ich ganz ehrlich gerade gestehen. Also ein bisschen euphorisch bin ich gerade schon. Ich habe auch extrem Bock auf diese Demo gehabt. Heute schon den ganzen Tag über. Ich nehme das jetzt am Mittag auf. Und ich wusste ja schon, dass es das, dass die heute Vormittag rauskommen sollte. Und von daher bin ich jetzt endlich froh, dass ich die Let's Playen kann. Oder spielen kann. Sun, wusstest du, dass Alola nicht nur der Name dieser Region ist, sondern auch ein Gruß? Der ist aber dann Aloha. Das wusste ich. Alola, wir sind hier, um uns anzumelden. Alola, Sie müssen unsere neuen Mitbürger aus der Kanto-Region sein. Wir kommen aus Kanto? Okay. Der Papierkram dauert leider ein bisschen. Ich hoffe, Sie haben etwas Geduld mitgebracht. Keine Sorge, das haben wir. Vielen Dank schon mal für Ihre Mühen. Gut Ding will Weile haben. Jetzt heißt es wohl warten. Und wir warten. Und wir warten. Okay. Können wir hier mit Leuten sprechen? Und wir können spielen. Oh mein Gott. Wir können direkt laufen. Wir haben direkt die Turbo-Treter und oh mein Gott. Hallo. In Alola herrscht so eine Hitze, dass man Lust bekommt, sich mit Wasserattacken abzukühlen. Ja, so eine schöne Hydropumpe in die Fresse, das wäre schön. Einfach so eine Hydropumpe einfach. Oh, unser Rivale oder wer auch immer du bist. Also ich weiß, dass es der Rivale ist, der Rivale in Häkchen. Hey du, bist du Sun? Ja, und wer bist du? Ah, super, ich bin Dali. Zum Glück bin ich dem Rat von meinem Opi gefolgt, im Rathaus vorbeizuschauen. Das ist die perfekte Gelegenheit, um dich kennenzulernen. Hallo Tali, das war doch dein Name, oder? Ich hoffe, du und Sun werden gute Freunde. Also, Mutter, wir haben uns zum ersten Mal getroffen. Woher soll ich wissen, ob das ein guter Kerl ist? Aber ist okay, Mutter. Ich verstehe dich. Ich verstehe deine Bedenken. Ja, ich bin Dali und du bist sicher sonst Mutter. Freut mich, dich kennenzulernen. Und siezen kann der Junge auch nicht. Unhöflich auch direkt noch gleich dazu. Also, nee. Ebenso. Alola. Alola, hey. Ich glaube, diesen Gruß mache ich jetzt immer, wenn ich jemanden sehe. Ich habe da eine Idee. Ich habe gerade gelesen, ich habe da eine Mutter. Ich habe gerade aus Versehen den Namen gelesen und dann den Satz. Okay, bevor ihr euch hier total langweilt, könnt ihr doch zusammen die Stadt erkunden. Oh ja, bitte. Oh ja, das klingt toll. Komm jetzt an. Ich führe dich gerne ein bisschen rum. Vielen, vielen Dank. Das freut mich doch sehr. Aber warte, erstmal viel Spaß, ihr zwei. Ich will noch mit den anderen Leuten hier reden. Ja, okay, darf ich noch. Dankeschön. Willkommen in Alola. Ich hoffe, du wirst hier viele schöne und überraschende Entdeckungen machen. Das hoffe ich doch selbstverständlich auch. Viel Spaß. Achso, das ist die Mutter. In Alola gibt es so viel Sehenswertes. Vergeude also nicht deine Zeit hier drin, sondern lass draußen deine Blicke schweifen. Du wirst aus dem Staunen gar nicht mehr herauskommen, sag ich dir. Okay, gleich. Hallo Machomai. Mai. Ach ja, die guten Machomais. Da sind immer noch die besten hier. Die Machomais, die lassen mich nie im Stich. Hallo Dali, Alola. Yo, du bist wohl nicht von hier, was?
Ihr bist hier jedenfalls noch nicht über den Weg gelaufen. Mein Schätzeleinchen. Okay. Was seid ihr denn? Was wollt ihr denn? Ey, wenn du von woanders herkommst, hast du dann vielleicht auch ein paar seltene Pokémon dabei, oder was? Oh nein, die sind von Team Skull. Das ist ein ganz übler Haufen, der den Leuten ihre Pokémon stiehlt. Übler Haufen? Ey, komm mal runter, Kleiner. Wir sind bloß eine coole Gang, die sich mächtig für die Pokémon anderer Leute interessiert, ja. Mein Bro, wir sagen, sei keine Dickschädel und lass eure Pokémon rüberwachsen, kapisch? Nie im Leben überlassen wir euch unsere Pokémon, sie sind doch unsere Freunde. Echt jetzt? Na dann, wer nicht haben will, muss fühlen. Yo, yo, ey, krasse Ghetto-Kinder. San, du hast doch auch ein Pokémon dabei, ja? Dann lass uns die Sache mit einem Pokémon-Kampf regeln. Aber selbstverständlich, mein lieber Tali. Was kriegen wir hin? Gott, die Posen. Ich weiß nicht, was ich von diesem Team bisher halten soll, aber irgendwie kommen mir die so wie richtige Ghetto-Kids vor. Aber ihr Logo ist cool. Und irgendwie haben die auch was, aber trotzdem irgendwie ganz komische Typen. Team Skull fordert mich heraus. Was hat er denn für ein Pokémon? Ein Mangunior. Ach, das Trumpmon. Yay, ein Trumpmon. Und wir haben ein Quajutsu. Nice, endlich. Okay, erstmal hier abchecken, wie das neue Kampfmenü aussieht. Sieht interessant aus. Ich finde es auch cool, dass die Trainer jetzt hier hinter ihren Pokémon sind. Ja, machen wir mal Wasserschuriken. Warum nicht, ne? Haben wir Wandlungskunst? Ne, haben wir nicht. Schade. Ich dachte vielleicht, wir hätten Wandlungskunst, aber nö. Oder? Weiß ich ja gar nicht. Ich hab's ja gerade nicht ausprobiert. Wir hatten auch keine Attacke für Wandlungskunst, um Wandlungskunst auszuprobieren, also die versteckte Fähigkeit von Quajutsu. Aber ist auch egal. Team Skyrim, wir wollen nämlich besiegt. Hä? Schon vorbei, oder was? Yo, Digga, yo, Ist vorbei. Hast das ja selbst eingebrockt. Tschüssi. No way, mir wird einfach nicht in den Schädel, warum dieses Bike so krass stark ist. Wenn mein Bro und ich euch zu zweit nicht packen, sollten wir lieber einen Abgang machen. Yo, aber zieht euch warm an, wir werden unsere Cis nämlich alles über euch erzählen. Diese Anglizismen in diesem Spiel, also unglaublich. Solange die Pokémon an unserer Seite sind, müssen wir vor niemandem Angst haben. Dein Pokémon ist ein Quajutsu, stimmt's? Das ist ja so cool. Ich zeige dir jetzt das Pokémon-Center. Folge mir einfach. Meine Pokémon brauchen nämlich eine kleine Verschnaufpause. Das verstehe ich. Nach diesem harten Kampf gegen die Alola-Typen, gegen das Team Skull, also ne. Ne, sind schon komische Typen hier. Alola, willkommen in Hauhöli City. Hauhöli. Wie geht's? Wie steht's? Ach, ihr habt alle nichts Besonderes zu sagen, wie es mir scheint. Machen wir dann in der Vollversion, wenn wir die Vollversion Let's Playen, da werden wir mit allen Leuten reden. Oder möglichst mit allen Leuten. Hey San, das Pokémon Center ist hier drüben. Okay. Sieht interessant aus. Ich mag den Stil der Grafik auch wieder. Also ich mag den Grafikstil sehr von diesem Spiel. Ach, jetzt dürfen wir einfach nicht mehr so rein, sondern wir müssen A drücken. Okay. Damit wir ins Pokémon Center kommen, sonst ging ja immer alles automatisch auf, aber jetzt nicht mehr. Wenn du die Angestellte am Hauptschalter ansprichst, teilt sie dein Team. Ja, das mache ich, ja. Du kannst es aber auch mit Tränken heilen, wenn dir das lieber ist. Ja, San, diesen Supertrank kannst du haben. Quasi ein Willkommensgeschenk von mir. Dankeschön, Tali, du hältst das alte Supertrank. Okay, der Sound klang ein bisschen komisch gerade, aber ist okay. Supertrank wurde in der Medizintasche verstaut. Boah, der Remix. Du. Okay, interessant. Was könnte ich dir jetzt wohl als nächstes zeigen? Man weiß es nicht. Ich werde erstmal heilen gehen. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Sollen wir dein Pokémon wieder fit machen? Aber selbstverständlich. Okay, dann nehme ich deine Pokémon für einen kurzen Moment in meine Obhut und werde sie heilen. Und das ganz kostenlos. Bam, 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 bam. Das muss immer sein. Vielen Dank für deine Geduld. Dein Pokémon ist wieder topfit. Bitte wäre uns bald wieder. Aber selbstverständlich irgendwann mal. Wer Pokémon hat, kommt herum in der Welt. Und wer starke Pokémon hat, kommt hoch hinaus. Ist ja interessant. Hallo. Im Pokémon Center kann jeder kostenlos seine Pokémon heilen lassen. Dankeschön für diese Info. Was hast du denn im Angebot? Sorry, aber bis zur nächsten Warenlieferung bleibt der Pokémon Supermarkt geschlossen. Erst so ist das. Hat der einfach zu. Unglaublich. Was könnte ich dir aber als nächstes zeigen? Möchtest du mir hier die nette Kellnerin zeigen oder so? Ich bin die Vertretung des alten Mannes, der normalerweise den Kaffeebereich betreibt. Er ist gerade auf der Suche nach den perfekten Zutaten für seine Erfrischungsgetränke.
In ungefähr einem Monat sollte er aber wieder zurück sein. Ach, nur einen Monat, dann ist das ja. Ist ja kein Problem. Die Zeit haben wir noch. Warten wir jetzt hier einen Monat im Pokémon Center, okay? Dann nicht. Oh Gott, der Professor. Hey Tali, wen hast du denn da im Schlepptau? Oh, hallo Professor Kukui. Nicht dieser Professor, der Schönling. Darf ich vorstellen? Das ist San aus unser neuer Nachbar aus der Kanto-Region. Er ist über den Ozean nach Alola gekommen. Wow, was du nicht sagst. Hallo, mein Kittel ist mal offen. Ich bin der sexiest Professor live. Schön, dich kennenzulernen, San. Mein Name ist Sexy Kukui. Professor Kukuis Forschungsgebiet sind Pokémon-Attacken. Genau. Ich führe lauter spannende Experimente durch, nicht nur mit Pokémon, wenn du verstehst, was ich meine. Ich lasse mich zum Beispiel selbst von Attacken treffen, um ihre Stärke zu messen. Außerdem fasse ich auch gerne mal mit an. Was? Entschuldigung. Moment mal, ich hab da eine Idee. Professor, du musst unbedingt San trainieren, damit er ganz schnell stark wird. Wie kommt's denn plötzlich auf die Idee, Tali? Er ist keine Frau. Ich kann ihn nicht trainieren, es tut mir leid. Wir haben vorhin Ärger mit Team Skull. Das war ganz schön gefährlich. Verstehe. Ihr wollt also auf alles vorbereitet sein, falls Team Sky mir wieder mal wen ausspannt, wer mal wieder Ärger macht, meine ich. Na gut, ich hätte da einen Vorschlag. Wieso versucht ihr euch nicht an einer Prüfung? Das ist eine gute Methode, stärker zu werden. Außerdem ist die Prüfungsleiterin ziemlich süß. Ja, ich möchte sie kennenlernen. Was? Was haltet ihr von der Idee? Ich bin dabei. Oh, was? Ja, so stelle ich mir das vor. So viel Enthusiasmus gefällt mir. Das, obwohl ich noch gar nicht erklärt habe, was für eine Prüfung ich überhaupt meine. Naja, Hauptsache, die Süße ist halt schnuggelig, ne? Du bist so direkt wie ein Fokusstoß das Kraftprotz-Pokémon Machomai. Er ist ein alter Brauch in Alola, Prüfungen zu absolvieren. Sie stellen eine Art Training für Trainer dar und sollen dazu dienen, die Verbindung von Jungen und Mädchen deines Alters zu ihrem Pokémon zu stärken. Gut, bereite dich jetzt erstmal gründlich vor. Wenn du fertig bist, dann komm bitte zur Prüfungsstätte am Tenkarat-Hügel. Oder Tenkarat, 10 Karat. Der ältere Herr da hinten wird dir den Weg zum Tenkarat-Hügel zeigen. Du und dein Kwazu Yuzu, ihr schafft das schon, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Viel Glück, San. Wenn du fertig bist, führe ich dich weiter rum. Vielen Dank, Tali. Und vielen Dank, Professor Kukui, Sexy Kukui. Ich nenne ihn jetzt nur noch Sexy Kukui. einfach weil. Hallo. Sag mal, willst du zum Tenkarat-Hügel? Ja. Gut, dann bringe ich dich gleich mal dorthin. Okay, mach das. Mach das, mein Freund. Vielen Dank. Hallo Tenkarat-Hügel. Und hallo, Sexy Kukui. Hallöchen. Wie du sicher weißt, bin ich ziemlich sexy. Können im hohen Gras wilde Pokémon lauern. Aber du hast ja Quajutsu an deiner Seite. Du kannst also gegen wilde Pokémon kämpfen. Willst du ihn aber lieber aus dem Weg gehen, dann meide möglichst das hohe Gras. Ich warte dann im Inneren des Tenkarat-Hügels auf dich. Und ich mach schon mal mit der Angestellten dort etwas, ein bisschen rumknutschen, ein Rumknutschriff. Und da kommt auch direkt unser erster Encounter in der siebten Gen. Was wird das sein? Ein Pepek. Pepek. Süß. Ein süßes Pepek. Auf welchem Level ist denn das? 23, okay. Und da hat es sich noch nicht entwickelt. Das halte ich für unrealistisch. Haben wir sonst irgendwas? Nö. Ich möchte mal unser Pokémon kurz angucken. Was hat es eigentlich für Fähigkeiten? Freundschaftsakt, was? Was ist das für eine Fähigkeit? Besiegt es ein Ziel, vertieft dies die Freundschaft zu seinem Trainer, wodurch es die Ash-Form annimmt, in seinem Wasser-Shuriken stärker wird. Okay, das habt ihr gerade noch nicht gelesen. Das ist natürlich nicht wahr, dass wir kriegen in dieser Demo keine Ash-Greninja. Nein. Das ist alles ein Gerücht. Nein, das war ja schon bekannt, dass wir als Ash-Greninja in dieser Demo bekommen. Von daher war es jetzt kein großer Heal. Ich wollte nur mal die Fähigkeit ansehen, welche er hat. Hätte ja sein können, dass die irgendwie erst später geändert wird oder so. Naja, was soll's. Ich kämpfe alles, was mir so in den Weg springt, ne? In Professor Kukuis Prüfungsstätte erwarten dich Pokémon vom Typ Rache, was? Aber eigentlich erwarten sie dich gar nicht. Du musst nämlich erst nach ihnen suchen, da sie sich dort versteckt halten.
Erstmal direkt Drachen, alles klar, startet direkt mit Drachen, das ist okay. Ist ja okay, Spiel, dankeschön, dass ihr mich direkt mal darauf vorbereitet, auf die härtesten Gegner hier. Der Felsen sieht ziemlich robust aus, vielleicht kann ein Pokémon ihn jetzt zertrümmern. Oh mein Gott, das sind Zertrümmerer-Felsen. Die sehen auch mal realistisch aus, so als ob man nicht drüber springen könnte einfach. Realistische Zertrümmerer-Felsen, dass man das noch erleben darf. Oh mein Gott, dass ich dies noch erleben darf, hallo. Wenn sich die Blicke von zwei Tränen treffen, fliegen schon bald die Fetzen. Jetzt willst du mich hier anstiften, dieses kleine Kind zu schlagen, oder was? Das fände ich nicht gut. Aber scheinbar war dies eine sehr, sehr spezielle Andeutung darauf, dass ich das Kind gleich schlagen soll. Also nicht mit meinem Pokémon natürlich. Nicht so, so auch vielleicht, aber erstmal mit dem Pokémon, danach so. Hallo. Hey du, du hast noch ein, ein Pokémon dabei, oder? Dann lass uns kämpfen. Okay, Mama, mein Kleiner. Was hast du denn zu bieten? Wahrscheinlich nichts Besonderes. Knirpsmitsch fordert dich heraus. Hallo Knirps. Ich kenne eine leckere Sinnoh-Spezialität, die nennt sich Knurps. Und er hat ein Wuffels, ein süßes kleines Wuffels. Ja Mensch, wie süß ist das denn? Dennoch kann ich das nicht berücksichtigen, dass er noch so jung ist. Stattdessen gibt es jetzt ordentlich auf die Fresse, damit wir uns verstanden haben. Das tut mir sehr leid. Du bist immerhin... Bist du normal, Boden, oder bist du nur normal? Ich glaube, seine weiterentwickelte Form ist erst normal. Nee, ist doch schon Boden, okay. Und tschüssi, Wuffels. Und Erfahrungspunkte und Knirps mit besiegt. Ich habe zwar Spaß gemacht, aber das hat total verloren? Oder Moment, war das vielleicht andersrum? Okay. Das ergibt Sinn. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache, nicht wahr, mein Freund? Hast du noch was zu sagen? Wenn wir ganz viel kämpfen, wird mein Pokémon bestimmt noch viel, viel stärker. Nein, das bezweifle ich. Du bist scheiße. Zur Prüfungsstätte. Nee. Nein. Gott, ich wäre fast runtergesprungen. Wollen wir mal sehen, was es hier für wilde Pokémon gibt? Bevor wir uns in die Höhle aufmachen. Also wenn die Animation immer so lange dauert, könnte das ein bisschen nervig werden, aber okay. Ich akzeptiere es erstmal noch. Ich hoffe, das ist in der finalen Version nicht mehr so, dass diese Animation so extrem lang ist. Weil die war mir gerade ein bisschen zu lang. Immer wenn die wilden Pokémon auftauchen. Oh no, ein unnötiger Volltreffer, um das Trumpmon zu besiegen. Wunderschön. Okay, also viel bringen mir die Kämpfe ja scheinbar gerade nicht. Von daher würde ich einfach sagen, gehen wir zur Prüfungsstätte. Ich denke, das macht Sinn. Ja, würde ich schon sagen. Hallöchen, Höhlchen. Tankerad-Höhle, was auch immer. Hey San, da bist du ja endlich. Ich bin schon total sexy, ey, was? Dann werde ich dir mal erklären, was es mit der Prüfung auf sich hat. Halt, stopp. Jetzt redet der sexy Kukui. Vier Pokémon, die den Arten Miniras und Mediras angehören, lauern im Inneren des Tankerad-Hügels. Um meine Prüfung zu bestehen, musst du von jedem Einzelnen ein Foto schießen. Hier für dich. Das ist ein Pokémon-Sucher, den brauchst du, um Fotos zu machen. Willkommen bei Pokémon Snap. Pokémon-Sucher erhalten, wunderschön. Vermutest du, dass sich eines der vier Pokémon an einer bestimmten Stelle aufhält, dann starte den Pokémon-Sucher und mach ein Foto. No. Das ist sogar die Anime-Synchronisation, ne? Mein Pikachu ist ziemlich stark und ich bin ziemlich sexy, von daher passt mir sehr, sehr gut zusammen. Er steht dein Quajutsu nichts nach und wird dir bei deiner Prüfung bestimmt eine große Hilfe sein. Oh nee, kein Pikachu. Pikachu scheint dir seine Kraft zur Verfügung stellen zu wollen. Das konnte man nicht mal am Takt sprechen. Das ist traurig, aber egal. Such zuerst nach einem Mineras. Ein Exemplar sollte sich ganz hier in der Nähe verstecken. Das spüre ich, denn mit meiner Sexigkeit kann ich das immer spüren. Ah ja, ich habe so eine Vermutung, wo es sein soll. Die Prüfung beginnt übrigens. Es ist etwa hier? Ich weiß ja nicht. In der Nähe ist die Präsenz eines Pokémon zu spüren. Möchtest du den Pokémon-Sucher aktivieren? Nee. Doch, möchte ich, natürlich. Willkommen bei Pokémon Snap. Per Schiebepad kannst du die Ausrichtung der Kamera ändern. Brrrrst. Sieh dir auf diese Weise die Welt um dich herum aus den verschiedensten Winkeln an. Versuche dann im optimalen Augenblick mit der R-Taste oder dem A-Knopf ein Foto davon zu machen. Pro Foto-Session kannst du 6-mal auf den Auslöser drücken. Das sollte gerade so ein bisschen dieser
diese Anime-Pokédex-Stimme sein, aber ist okay. So, einmal hier so ein Foto machen von dem süßen Miniras. Miniras oder so. Miniras gibt vor lauter Aufregung zum Angriff über. Hab dich mal nicht so. Ich wollte ja nur... Manu. Ein Miniras wild erscheint. Oh mein Gott, ist das süß. Ein Pokémon hat eine Terzschippe auf dem Kopf. Wie süß. Da kann man mit Pikachu nicht viel reißen, oder? Was kann denn das Pikachu überhaupt? Ich will nur mal kurz gucken, was das Pikachu kann. Ein Level 40 Pikachu, okay. Mit Donnerblitz, Slam, Heuler und Eisenschweif finde ich jetzt schon mal nicht so schlecht. Ist okay. Ist ganz solide. Ich hätte trotzdem ganz gerne einen Raichu. Ist das im Bereich des Möglichen? Und warum setze ich nicht Aeroas ein? Ich weiß, dass dieses Pokémon... nee, ist nur Drache, oder? Ist es schon Drache-Kampf? Keine Ahnung. Probiere ich gleich mal aus. Auf jeden Fall war die Wasserattacke nicht sehr effektiv. Aber sein Tackle... Wow, das war langsam. Das war süß. War schon sehr süß. Wie das gerade runter ging, der KP-Balken. Ah, ja, okay, das ist noch kein Kampf-Pokémon, aber... Das ist trotzdem effektiver als die Wasserschuriken. Das ist schön. Da ist dir aber ein echter Schnappschuss geglückt. Und ich habe eine süße Prüferin gefunden. Weißt du, sorry, da hatte ich doch glatt vergessen, dir noch etwas Wichtiges mitzuteilen. Denn ich bin Sexy Kukui. Es kommt schon mal vor, dass ein Pokémon angreift, wenn es fotografiert wird. Das muss am Blitzlicht liegen oder an meiner sexy strahlenden Schönheit. Miniras ist als Pokémon vom Typ Drache zudem ein nicht zu unterschätzender Gegner. Doch kein Grund zur Sorge. Mit deinem Quajutsu, meinem Pikachu an deiner Seite, solltest du der Herausforderung gewachsen sein. Knipse noch 3 Pokémon und die Prüfung ist bestanden. Dann wünsche ich frohes Gelingen. Vielen Dank, mein lieber Professor. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir vielmals und ich schätze mal, in der Nähe ist die Präsenz eines Pokémon zu spüren. Das hätte ich ja gar nicht erwartet, dass dort wieder eins ist. Hallo, ja, ich möchte. Ich möchte ein Foto machen vom nächsten. Ist das die Weiterentwicklung oder ist es noch die Grundentwicklung? Ah, hallo. Hallo, mein Kleiner. Gleich haben wir dich. Oh, verdammt. Aber wir haben dich. Wir haben dich trotzdem eingefangen. Ich weiß zwar nicht, was das gerade war. Aber es geht zum Angriff über. Yay! Ich hoffe, man kann sich die Fotos irgendwo ansehen dann. Das fände ich cool. Im fertigen Spiel dann zumindest. Jetzt noch nicht unbedingt, aber im fertigen Spiel wäre es schon schön. Wenn das gehen würde. Wie effektiv ist eigentlich der Nachthieb? Nachthieb ist sehr effektiv. Was? Ach, nur effektiv, ne? Nicht sehr effektiv, aber effektiv. Okay. Ich sag dazu nichts, aber krasser Nachthieb, Quajutsu, muss man schon sagen. Ist Nachthieb echt so stark? Keine Ahnung, du hast zwei Pokémon fotografiert. Das war offenbar noch nicht das letzte Pokémon, das du fotografieren kannst. Wie, da ist noch eins? Okay, ich dachte gerade, da wäre noch eins, aber scheinbar ja nicht. Aber irgendwo sind hier sicherlich noch irgendwo Pokémon. Wunderbare Geschöpfe, diese Pokémon. Willkommen in der Welt, die sich Pokémon nennen. Nee, die sich, die Pokémon beleben oder so. In der Nähe ist mir bäh. Präsenz eines Pokémons, wer hätte das ja geahnt? Ich ja nicht, aber doch, habe ich in der Tat schon. Hallo, ist das jetzt die Weiterentwicklung? Ich hätte gerne die Weiterentwicklung. Oh, das ist tatsächlich die Weiterentwicklung. Aha. Ja, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Miniras geht vor lauter Aufregung zum Angriff über, okay. Dann tu das. Tu das, ist mir doch egal. Mach doch, was du willst. Ein Miniras wild erscheint. Hallo, Miniras. Oh mein Gott, ein Miniras ist es. Und wir greifen an mit... Was greifen wir denn an? L plus A... Attackeninfo. Ah, okay. Okay, warte mal, ich will mal kurz gucken, wie stark Nachthieb ist. 70, aber okay. Egal. Ach, man. Ah, okay, das ergibt Sinn. Man muss nämlich erst selber herausfinden, was für ein Typ das ist, dadurch, dass man Angriff einsetzt. Und später sagt er einem, ob der Angriff sehr effektiv ist oder man bekommt das heraus, wenn man das Pokémon gesehen oder gefangen hat. Oder einem das gesagt wird, oder? Kann das sein? Weil eben stand ja bei, bei der Vorentwicklung, also bei Miniras, dass das sehr effektiv ist. Und wahrscheinlich wird das dann nach und nach preisgegeben, wenn man erfährt, welche Typen die haben, oder? Das ergäbe Sinn. Fände ich auch cool. Weil so ist da noch ein bisschen die Überraschung höher. Und...
Und ja, man hat halt noch selber diesen Erkundungsdrang und weiß nicht sofort, was man einsetzen soll. Finde ich cool gemacht, auf jeden Fall, weil denn, wenn du dir gerade mal empfallen ist, ah, welcher Typ war das nochmal, dann kannst du es halt später wieder, kannst du später nachschauen, beziehungsweise siehst du später halt so, was darauf effektiv ist. Das macht es zwar einfacher, aber das ist auch okay so, weil das macht Sinn. Weil du musst erstmal herausfinden, welches Pokémon das ist. Und wenn du es dann eigentlich schon weißt, nur nach einer längeren Zeit mal wieder spielen musst und du dann quasi einen stärkeren Gegner bevorstehst, dann weißt du sofort, was du einsetzen kannst. In der Nähe ist die Präsenz eines Pokémon zu spüren. Möchtest du den Pokémon-Sucher aktivieren? Natürlich. Aber selbstverständlich, meine Freunde. Na, wo bist du? Da hinten bist du. Ich sehe dich schon, mein kleiner Freund hier. Ich hab dich nicht übersehen. Oh mein Gott, das greift an. Oh mein Gott, ein wildes Mediras. Heißt das Mediras? Ich glaube ja. Wow, ich bin ein Dino. Oh Mann. Süß. Mediras, Herrscher. Oh, ein Herrscher-Pokémon. Mediras Herrscher erhöht sich in eine besondere... weiß ich nicht. Und irgendwas mit Spezialverteidigung, glaube ich. Stand dort. Wenn ich... Ja, jetzt steht sogar. Hier, guck mal. Man muss einmal gegen das Pokémon scheinbar gekämpft haben. Dann weiß man, welche Angriffe, also was auf das Vieh sehr effektiv ist. Okay, das finde ich gut. Autonomie, mach deinen Scheiß ruhig. Ist mir egal. Initiative, oh Gott. Willst du mich verarschen? Jetzt ruft er auch noch einen Mitstreiter. Willst du mich verarschen? Okay, Wuffels ist süß und Wuffels ist... Ja, Wuffels kann mir nicht sehr viel anhaben, glaube ich. Natürlich auf das Mediras. Erstmal das Mediras loswerden. Ich glaube, das ist mir ein größerer Dorn im Auge als das kleine Wuffels. Von daher. Freundschaftsakt von Kwajutsu wirkt. Das Ash-Greninja. Wir kriegen das Ash-Greninja. Oh mein Gott. Kwajutsu hat die Ash-Form angenommen. Oh mein Gott, das Ash-Kwajutsu. Und wir erreichen Level 37. Muahahaha. KP, Angriff, okay. Sehr, sehr schön. Sehr cool. Und setz Schnüffler ein, mach mal. Damit kannst du mir gar nichts, du kannst mich mal. Tut mir leid, aber das war ja jetzt witzig. So, einmal Wasserschuriken hier auf das Wuffels, dann ist es auch down, hoffe ich. Also wenn das jetzt nicht down ist, ne? Dann weiß ich ja auch nicht mehr. Dann entlasse ich Quajutsu sofort. Nein, lasse ich nicht, aber... Doch, halt ich. Du besiegst Mediras, Herrscher. Bleibt die Aschform jetzt dauerhaft? Scheinbar. Sehr, sehr cool. Oh mein Gott, wir haben das Ash-Greninja. Juhu! Hallo, sexy Kukui. Du hast tatsächlich das Herrscher-Pokémon besiegt, Zan. Du bist echt eine Wucht und ich bin immer noch super sexy. Und wie es aussieht, hast du auch von allen vier Pokémon einen Schnappschuss gemacht. Einschließlich des Herrschers, sehr schön. Und auf dem einen Bild ist sogar noch eine süße Maus. Was? Das heißt, du hast die Prüfung bestanden, Zan. Herzlichen Glückwunsch. Und als Belohnung bekommst du diesen Z-Ring von mir. Oh mein Gott, eine Z-Attacke. Wuhu. Oder auch nur ein Z-Ring. Du hast den Z-Ring an deinen Arm angebracht. Oh mein Gott. Ich habe aber noch ein Geschenk für dich. Hier, das ist ein sogenannter Z-Kristall. Und wir kriegen tatsächlich einen Z-Kristall. Du hast den Z-Kristall des Typs Elektro, auch Voltium Z genannt, erhalten. Wenn du einen Z-Ring und einen Z-Kristall hast, können deine Pokémon besondere Attacken einsetzen, die sogenannten Z-Attacken. Sun. Das heißt, Pikachu kann jetzt seine Z-Attacke, oder was? Wow, ein Z-Ring, dann hast du die Prüfung also bestanden. Glückwunsch. Ich habe gleich noch eine Prüfung für dich, schau mal da hinten. Oh mein Gott, Team Sky kommt mal wieder an. Unglaublich hier, die coolen Hipster. Ich hatte total vergessen, dass ich dir meinen Supertrank gegeben hatte. Da blieb mir nichts anderes übrig, als die Beine in die Hand zu nehmen und hierher zu fliehen. Du Vollidiot, Dali. Ja, Sis, da bist du endlich. Oh mein Gott, die Oberhipster und das Oberhipster-Girl. Oh. Ich bin Fran, Vorstand von Team Sky. Ich weiß nicht, wie ich sprechen soll. Und du musst Han sein. So siehst du aus, also. So siehst du also aus. Du wirkst wie jemand, der weiß, was er tut. Du nicht. Lol.
Cess, du kannst doch jetzt nicht einfach abhauen. Was wird denn aus unserer Rache, yo? Yo, ohne dich sehen wir echt alt aus. Lass uns bitte hier nicht hängen, Cess. Wie ihr wollt. Rache ist süß und Teil meines Jobs. Simon, nur keine Angst. Das Pikachu, das ich dir gegeben habe, kann die Z-Kraft benutzen. Aber vergiss nicht, dass du sie pro Kampf nur einmal einsetzen kannst. Ich bin schon gespannt, wie deine Strategie aussieht. Lässt du sie mit Quaiutsus Wasserschurikenbahn gehen? Oder verpasst du ihnen eine Sattelladung von Pikachu Z-Kraft? Das weiß ich noch nicht. Er wird gleich nur einen einzigen Tipp brauchen, und zwar, wie man mit einer Niederlage umgeht. Ah. Und ich bin die Oberhipster-Tussi, ah. Ach, armselige Z-Kraft reicht nie im Leben, um mein Pokémon zu paletten. Ha. Gott, ist sie hässlich. Tut mir leid, aber nee. Einmal nein. Okay. Und da ist der Vorstamm von dem Sky. Sky-Vorstamm Fran fordert dich heraus. Aber selbstverständlich, dann würde ich doch mal sagen, wechseln wir gleich, weil, ja. Ja, beim Golbat könnte man drinbleiben. Oh, achso, ich habe sogar direkt Pikachu an erster Stelle. Spannend. Dann setzen wir mal die Z-Kraft ein. Gucken, wie die funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Gigavolt Funkensalve, oh mein Gott. Gar nicht übertrieben. Und der lustige Tanz. Der lustige Z-Tanz. Oh yeah. Mega super Hyper Pikachu. Pikachu. Und setzt seine Z-Attacke ein. Wow. Gigavolt Funkensalve. Yo. Zum Glück nicht übertrieben. Nein. Ich finde das voll realistisch. Und das Pokémon ist tot. Also ist nicht nur besiegt, es ist tot. Quasi. Also nach der Attacke muss es tot sein. Na gut, ich geb zu, du hast gewonnen. Nein, ehrlich. Das wäre mir nie aufgefallen. Danke für diese Info. Vielen Dank. Wirklich fein. Vielen Dank. Wie war dein Name nochmal, San? Respekt. Du hast es... Wie war dein Name nochmal? San? Respekt, du hast es echt drauf. Aber bei unserem nächsten Treffen kommst du mir nicht so leicht davon, nur dass du es weißt. Ich freue mich schon auf unser Wiedersehen. Yes, hör mal gut zu, du Knalltüte. Du kannst echt vom Glück reden, dass unsere Sis Mitleid mit dir hat, weil du krass erst nach Alola gezogen bist. So ist sie halt, unsere Sis. Yo, hey Sis, nicht so schnell. Okay, ihr Spackos. Tut mir leid, aber sind wir mit Spackos. Das war echt eine astreine Vorstellung. Vielen Dank. Und natürlich auch dir vielen Dank, dass du San geholfen hast, Pikachu. Pika, süß. Pikachu kehrst du Professor Kukui zurück. Nein, ich behalte das jetzt. Du hast echt drauf, total drauf, San. San, aus dir wird mal ein ganz großer Trainer, wie aus mir ein sexy Professor geworden ist. Wie du den Pokémon ihre Kräfte entlockst und die fantastischen Attacken, die du einsetzt. Einfach sagenhaft. Ich werde auch ein ganz großer Trainer werden. Dann solltet ihr euch bei der Inselwanderschaft am besten mächtig ins Zeug legen. Hey San, jetzt wo die Prüfung hinter dir liegt, kann ich dir den Malasada-Laden zeigen. Was auch immer das ist, aber okay. Eine tolle Idee. Und als Willkommensgeschenk geht alles auf meine Rechnung. Wow, klasse. Dann sollten wir auch Sans Mutter mitnehmen. Ich werde alle Malasadas in dem Laden verputzen, bis auf den letzten Krümel. Nein, und ich werde mir Sans Mutter schnappen, denn ich bin Professor Sexy Kukui. Das Spiel wurde gespeichert, wundervoll. Oh mein Gott, Z-Epic Trailer. Z-Epicness, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist wirklich sehr, sehr episch. Das gefällt mir. Okay. Ihr seht spannend aus. Okay, wer bist du? Und wer bist du? Dich kenne ich. Dich auch. Oh mein Gott, ich freue mich so auf die Vollversion. War's doch schon? Mit der Demo? Mehr Abenteuer erwarten dich in der Vollversion. Scheinbar war's die schon, ich dachte, die wäre ein bisschen länger. Aber soll mir recht sein, erhältlich ab November 2016. Okay, dann war's das scheinbar, oder? Oder kommt da noch was? Kommt da noch was? Ich weiß es nicht. Ich kann jetzt nur Mutmaßungen anstellen. Aber scheinbar kommt da nichts mehr. Gut, dann hoffe ich, dass euch dieses kleine, aber feine Demo-Video gefallen hat.
ich werde auf jeden Fall die Vollversion auch Let's Playen. Ich habe da richtig Bock drauf. Hat schon Spaß gemacht, diese Demo-Version. Und ich habe so Bock, die neuen Pokémon zu entdecken. Ich meine, hier haben wir jetzt fünf neue Pokémon gesehen. Und es gibt ja so viele tolle neue Pokémon noch mehr. Und ich freue mich so drauf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut auch in meine anderen Videos vorbei. Ich werde euch wahrscheinlich irgendwo dieses mein altes Pokémon Alpha Saphir Let's Play verlinken, falls ihr da mal reinschauen wollt zur Einstimmung auf Pokémon Sonne und Mond. Ansonsten, schreibt mir einen netten Kommentar, gebt mir eine Bewertung. Ich würde mich darüber freuen. Und wenn ihr jetzt sagen solltet, ey, du, warum hast du ein Pokémon Sonne und Mond Video? Einfach weil ich Lust hatte. Nicht um irgendeinen Hype zu generieren, beziehungsweise ich spring mit auf den Hype, aber auch nur, weil ich Spaß dran habe. Also auf den Pokémon Sonne und Mond Hype. Aber ich erwarte mir von jetzt nicht 10 Millionen Klicks quasi an einem Tag. Nein, Quatsch. Lieber, ich wollte euch das halt mal präsentieren, meinen eigenen Zuschauern, und vielleicht lernen mich dadurch noch ein paar neue kennen, die dann meinen Sonne und Mond Let's Play anschauen. Ich werde übrigens Pokémon Sonne Let's Play. Höchstwahrscheinlich, ja, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Ja, mal gucken. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder was auch immer. Tschüssikowski, euer Flastwi. Bye, bye. Aber Momentchen mal, da kam ja doch noch was. Eben kam nämlich der Professor aus dem Pokémon Center und meinte, hey, jetzt gebe ich dir ein Gerät, damit kannst du Pokémon rufen, die dir Steine zertrümmern können und auf denen du reiten kannst. Also gehen wir mal kurz ins Pokémon Center, vielleicht sagt er mir erst nochmal, was er mir gerade mitteilen wollte. Kann ja sein, was er mir gerade mitgeteilt hat. Hey Sam, was möchtest du tun? Auf Vollversion übertragen, plaudern, okay. Okay. Weil man kann das Quajutsu aus der Demo auf die Vollversion übertragen. Aber das machen wir erst später, also sobald wir die Vollversion haben. Ein echter Sonnentag heute, was? Ideal, um mit Pokémon zu spielen. Sonst noch etwas? Okay, warte. Und er hat uns gesagt, wir sollen nochmal zurück zu dem Tanga-Dingsbums-Hügel, bla 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 oder so ähnlich. Ist ja auch egal, wir gucken einfach mal dorthin. Vielleicht erwartet uns da noch was Schönes. Sag mal, willst du den Tankerat-Hügel erreichen? Gut, dann bringe ich dich gleich mal dorthin. Seid ihr jetzt hier Trainer oder was? Mein Gefühl sagt mir, dass du großes Talent als Trainer hast. Wenn du alle Trainer auf dieser Route besiegst, darfst du gegen mich kämpfen. Aha, okay. Dann werden wir das einfach mal tun. Jetzt wollen hier ein paar mehr kämpfen. Ein Professor Kukuis, okay. Okay. Das ist auch nichts Spannendes. Bist du spannend? Ja, du bist spannend. Du bist nämlich eine Trainerin. Schau dir mal mein Pokémon an. Ist es nicht total niedlich? Nein, es ist nicht total niedlich. Aber ist egal, ich kämpfe trotzdem gegen dich. Weil du bist doof. Und ich kämpfe gerne gegen doofe Menschen. Göne Irene. Wahrscheinlich. Hallo Pepek. Hallo du kleines Vögelchen. Ja du kleines Vögelchen, ist das mittlerweile immer noch das Ash? Das ist nicht das Ash-Greninja? Wodurch wird es denn zum Ash-Greninja? Verstehe ich nicht so ganz, aber ist auch egal. Ist mir auch erstmal egal, wir kämpfen einfach mal hier gegen die Pokémon. Mal gucken. Oder ist das hier jetzt einfach quasi nur Zusatz, um ein paar Pokémon noch rauszuholen und ein paar Pokémon kennenzulernen, weil ich weiß nicht, ob wir es dann machen sollten oder... Ach, wir machen es einfach. Wir machen es einfach. Nö. Und gucken mal so, dass wir gegen die Trainerin nach vorne antreten können. Wir kämpfen einfach gegen alle Pokémon auf dieser Route und dann dürfen wir gegen die da vorne antreten. Oh Gott, was war das denn? Das war ja 5 Treffer. Das ist ja unglaublich, ja. Das ist ja nicht auszuhalten. Das gibt es doch nicht. Ich wollte gerade sagen, stirb jetzt aber mit dem Pepek. Dankeschön. Ah, okay. Ach so, immer nach einem besiegten Pokémon, oder wie läuft das? Ich habe keine Ahnung, wie das läuft. Mit dem Ash-Greninja. Kann mir das einer verraten? Ich verstehe nicht so ganz, aber ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Das Ash-Quajutsu meine ich natürlich für die nicht wissen, dass Quajutsu im Englischen Greninja heißt. Ach ja, schön, wenn der Wasser-Shuriken so stark ist und das Pokémon dagegen sehr anfällig, das ist immer schön. Da habe ich immer einen Vorteil gegen und das gefällt mir. Vorteile mag ich. Schön. Danke, Göri Irene, für diesen netten Kampf. Er war nett, aber mehr auch nicht. Ah ja, jetzt können wir nämlich Taurus herbeirufen, welches hier mal ein bisschen rambocken kann. Oder so ähnlich. Ah, ne, hä?
funktioniert denn das? Ich hab... Ah, okay, so funktioniert das. Alles klar, okay. Ich hab's kapiert, dankeschön. Für diese Info, vielen Dank. Du hast mir zwar nicht geholfen, aber ich danke dir trotzdem. Und okay, das ist cool. Sie schaffen tatsächlich die VMs ab. Das ist sehr, 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 sehr gut. Komm, ich zeig dir, wie gut mein Pokémon und ich miteinander harmonieren. Nämlich gar nicht. Muhahaha. Denn ich harmoniere viel besser mit meinem Quajutsu. Du kleine Tränenhaufen Jerry. Wo ist Tom? Tom gibt es nicht mehr. Und auch wieder ein Pepek. Oh mein Gott. Diese ganzen Pepeks hier auf der Route, hier sind mir ein bisschen ein Dorn im Auge, aber das ist okay. So. Jetzt setzen wir mal dagegen ein. Machen wir den Nachttyp oder machen wir das Wasser? Komm, Wasserschuriken gibt Step und trifft mehrfach und weiß ich nicht, ob vielleicht doch vielleicht der Nachttyp besser wäre, aber ist mir auch egal. Ich probiere mich hier aus und ich habe eine zweimal getroffen. Und Zertrümmerer setzt du ein. Du kleines Mistding. Du kleines Mistding, du kannst mir mal. Meine Verteidigung möchte auch noch senken, du kannst mir mal doppelt. Unglaublich. Also nein, das geht so nicht. Das finde ich nicht gut. Stattdessen ein KP, natürlich. Selbstverständlich, mit einem KP überlebst du, Kackviech. Blödes Ding. Okay, und der Freundschaftsakt. Ich mag den Akt der Freundschaft. Das klingt sowas von falsch, aber ist es ja gar nicht gemeint. Dennoch klingt es falsch. Und die Ash-Form haben wir erhalten und den Mangunior kannst du ja mal schön wieder dahin stecken, wo du es her hast, nämlich in dein Pokéball. So, jetzt habe ich es dir gegeben und jetzt musst du weinen. Du musst ganz schön weinen jetzt, hoffe ich. Am wenig. Genau, dreimal und das Mangunior sollte RIP sein. Und der Volltreffer war unnecessarily. Unnecessarily. Der hat nicht gemeldet. Ihr harmoniert offenbar noch besser miteinander als wir, dass sie es in der Tat war. Das sagte ich dir auch schon. Hörst du mir dann gar nicht zu? Du Schweinebockel. So. Alle Felsen hier zertrümmern. Alles muss zertrümmert werden. Du da kannst mir erstmal egal sein. Ich möchte erstmal wieder zurück kurz ins Pokémon Center, weil, ja. Ich bin etwas geschwächt und geschwächte Pokémon, nein. Boah, geil, wir können einfach mit dem Tauros überall hin. Voll krass. Kann... Okay, ich wollte gerade sagen, wenn das Tauros jetzt ja auch hier rein kann, ne? Das hätte ich für unrealistisch gehalten. Das hätte ich nicht angenommen. Das hätte ich nicht akzeptieren können. Das Quajutsu schon. Aber nicht das Tauros. Also zumindest nicht so durch diese Tür. Das wäre mir dann doch ein bisschen zu unrealistisch gewesen. Wenn das jetzt mitgekommen wäre. Ich meine, in die Stadt ist es kein Problem. Aber noch weiter, nein. In das Pokémon Center auch nicht. Und warum musst du mich eigentlich immer anquetschen? Ich finde auch so zu dem Tenkarat-Hügel. Meine Güte. Oh, und jetzt sind die Felsen natürlich wieder hier. Das hätten sie noch ruhig ändern können, dass die Felsen wegbleiben. Das hätten sie noch gerne ändern können. Das ist noch so eine Kleinigkeit. Hallo, hast du Lust an der Fangherausforderung teilzunehmen, wo du dir ein Pokémon nach dem anderen schnappen kannst? Na klar. Das war genau die Antwort, die ich hören wollte. Bei der Fangherausforderung kommt es darauf an, mit einer begrenzten Zahl an Pokémon möglichst viele Pokémon zu fangen. Pokémon, die du gefangen hast, kannst du deinem Team hinzufügen. Wechsle ein Pokémon mit Verstand ein, um möglichst viele weitere Exemplare zu fangen. Für die Dauer der Fangherausforderung darfst du diesen Bereich übrigens nicht verlassen. Die gefangenen Pokémon musst du außerdem nach der Herausforderung wieder freilassen. Wenn dir die Bälle ausgehen oder du keine Lust mehr hast, dann sprich mich einfach an. In diesem Sinne, möchtest du an der Fangherausforderung teilnehmen und jede Menge Pokémon fangen? Wenn wir die wieder freilassen müssen, dann nee. Ich dachte, wir hätten die behalten können, aber nee. So nicht, da lassen wir uns lieber, weil so werden wir uns spoilern auf die verschiedenen Pokémon, die hier auf der Route noch sind. Und ich glaube, das möchte ich dann doch nicht. Weil ich, wahrscheinlich werden es eh nur diese drei Standard-Pokémon sein halt. Pepek, Mangunior und Wuffels, von daher. Nee, erstmal noch nicht. Tut mir leid. Aber nee. Komm, das lassen wir bleiben. Ganz ehrlich, weil ich glaube, so viel bringt mir das jetzt erstmal nicht. Aber später. Später machen wir das. Also in der Vollversion, wenn es das da auch noch gibt, dann machen wir das da mal. Aber so jetzt nicht. Oh, was ist denn hier los? Wer hätte gedacht, dass man an einem Ort wie diesem Zeuge eines Sumo-Kampfs nach Alola zwischen zwei Machomai werden könnte? Da geht mir das Herz auf. Einfach toll. Ernsthaft? Ein Alola-Kampf zwischen Machomai. Alles klar, ein Sumo-Kampf meine ich. Ein Alola-Kampf wäre noch okay, aber ein Sumo-Kampf zwischen zwei Machomai, das ist unmenschlich. Das ist nicht Pokémon-würdig. Nein, nein.
Das finde ich nicht gut, Pokémon so kämpfen zu lassen. Nein. Wow, du hast die drei Trainer dieser Route besiegt und dann bewiesen, dass du Talent besitzt. Das ist mein erster Kampf seit langem. Der verspricht so richtig spannend zu werden. Vielen Dank, ich weiß, dass ich der Geilste bin. Wobei Herr Sexy Kukui natürlich auch schon sexy ist. Meine liebe Brenda. Wo brennt's denn da? Ha, ha. Hat die Miniras einfach. Hat die alte Miniras. Ich glaube dir nicht, ich glaube es hakt. Vor allem Miniras ist auch mächtig stark eigentlich. Das ist mies. Ja, machen wir das hier. Machen wir ein Aeroas. Auch wenn vielleicht der Nachttyp etwas besser gewesen wäre. Setze ich gleich ein. Ich setze gleich den Nachttyp ein, weil, Unlicht, ne? Step. Etwas Step kann nicht schaden. Von daher. Schade. Ich dachte, es klappt vielleicht, aber nein. Nein, einfach nein. Das finde ich nicht gut. Aber zumindest wird es gleich zu einem brauchbaren Pokémon, mein Quajutsu. Also zumindest, wenn es sich wieder in seine Ash-Form wandelt, dann ist es wieder brauchbar, vorher nicht. Vorher bist du nutzlos. Aus dir wird nie was. Nein, Spaß. Alles ist gut, Quajutsu. Alles ist gut. Alles wird gut, alles ist gut. Hallo, Quajutsu. Und die Ash-Form, das ist schön und ein... Jetzt könnten wir ein Problem kriegen. Jetzt könnten wir in der Tat ein Problem kriegen. Aber ich setze trotzdem mal die Wasserschuriken ein, weil Step und stärker durch den Freundschaftsakt. Und ja, ich hoffe einfach, dass ich oft genug treffe, so dass mich das Pikachu nicht rausnehmen kann. Hahaha, das könnte lustig werden. Rip Quajutsu? Nein, nicht Rip Quajutsu. Oh Gott. Huh, ich dachte schon. Wäre jetzt Rip Quajutsu gewesen, ne? Dann hätte ich aber geweint. Ganz doll. Zweimal mindestens. Aber tschüssi, Pikachu. Ja, Pika. Brauchst gar nicht so zu tun. Ich habe mit voller Kraft gekämpft, daran werde ich mich mein ganzes Leben lang erinnern. Schenkst du mir jetzt was, dafür, dass ich geschafft habe, gegen dich zu gewinnen? Wenig. Uff, nicht mal mit vollem Einsatz konnte ich diesen Kampf für mich entscheiden. Ich bin glücklich, einem talentierten Trainer wie dir begegnet zu sein. Hier, nimm dieses Sternstück, es strahlt so hell wie dein Talent. Warum ein Sternstück? Was macht das für einen Sinn? In der Alola-Region gibt es viele Trainer, die im Kampf genau wie ich vollen Einsatz zeigen. Aber du brauchst dir darüber keine Sorgen zu machen. Du kannst sie alle besiegen. Denn ich bin der Allerbeste, ja. Ja, ich möchte zurück. Ich möchte ins Pokémon-Center. Und danach gucke ich mal nochmal, ob ich in den Tenkarat-Hügel kann. Und wenn nicht, dann lassen wir es bleiben. Und dann ist dieses Video hier, glaube ich, wirklich beendet. Es sei denn, wir können jetzt tatsächlich doch noch in den Tenkarat-Hügel, was natürlich durchaus sein könnte. Wenn es nicht so ist, dann ist es nicht schlimm. Nicht wahr? Dann habe ich euch alles gezeigt, was wir bisher so in der Demo sehen können. Ich werde jetzt nicht mit jedem Einzelnen sprechen und die Städte gucken wir uns dann eh in der Vollversion vernünftig an. Ich möchte ich jetzt hier nicht in diesem separaten Video machen. Das machen wir alles dann im Let's Play, im richtigen. Ja, das ist hier ja nur eine kleine Preview, da wollte ich jetzt auch noch nicht alles quasi im Detail zeigen, deswegen habe ich das mit dem Fangen auch ausgelassen. Und ja, ich würde einfach mal sagen, gehen wir mal dort hinten hin zum Hügelchen. Vielleicht ist ja jetzt der Machomai-Kampf vorbei, weil wir die Trainer alle besiegt haben. Das könnt ihr mir gut vorstellen. Ansonsten mal schauen, wenn nicht, dann nicht. Ich habe auch ein bisschen Halsschmerzen gerade, warum auch immer. Es wäre halt ganz gut, wenn ich dann die Demo schon beenden könnte. Ich mag nämlich nicht so gerne mit Halsschmerzen aufnehmen. Frag mich aber, warum ich gerade welche habe. Macho! Dann halt nicht. Okay, ich glaube, hier finden wir nichts mehr. Gut. Dann würde ich sagen, verpieseln wir uns, oder? Gehen wir ins Pokémon Center. Und beenden dort das Video endgültig. Jetzt haben wir ja gerade schon einmal, aber jetzt nochmal. Jetzt wollte ich euch das nur nicht vorenthalten, was da jetzt noch spontan kam. Das war halt ein bisschen Zufall, dass ich das noch gesehen habe. Ich wollte eigentlich schon ins Home-Menü gehen, aber dachte mir dann so, nee, ich gucke hier lieber mal noch ein bisschen durch die Gegend. Wer weiß, was man hier noch so finden kann. Man weiß ja nie. Aber ich glaube, hier ist erstmal nur noch die Stadt und kein besonderer Charakter, oder? Oder ist was mit dir, Machomai? Nö. Okay. Warum sind hier eigentlich so viele Machomais in der Stadt?
Muss ich das verstehen? Nö, ne? Na gut. Kommen wir hier irgendwo hin? Holy City Hafen. Zum Hafen kommen wir noch. Gucken wir uns ein bisschen die Gebäude von außen noch an. Ja, aber das soll es dann gewesen sein, ne? Gehen wir ins Pokémon Center und beenden dort das Video. Die Stadt scheint auch ziemlich groß zu sein. Gefällt mir schon mal, so vom Optischen her. Was ist das denn hier noch? Rathaus von Hauholi. Für deine Stadt versetzen wir Berge. Das glaube ich euch gerne, aber nicht mehr heute. Machen wir aber anders, und zwar in der Vollversion. So, wie gesagt, ich hoffe, ihr schaltet in der Vollversion ein. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Alles andere habe ich vorhin schon gesagt in meiner ersten Verabschiedung. Tschüssikowski, euer Flass TV. Bye bye.